Wird. So, da sind wir wieder zurück. Aufnahme läuft. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich hier mache, aber ich habe eine Unterstützung geholt in Form von Spiele-Titanen. Ich grüße Jo. dich. Wir haben gerade schon mal ganz kurz gesprochen. Ich glaube, wir sind die beiden hier, die keine Ahnung von diesen Mods haben. So ziemlich. Ich habe auch diese Minimap, die zeigt mir hier Creeper und alles an. Ich habe keine Ahnung, sind die jetzt unterirdisch oder? Es kommt darauf an, wie hell die angezeigt werden. Also wenn die Okay. sehr hell angezeigt wird, sind sie oberhalb und relativ nah bei dir. Ah, okay. Und wenn die relativ dunkel grau sind, dann sind sie unterhalb. Okay, dann hab ich noch Ruhe. Ich sag, also Ja, meine wir. aktive Minecraft-Zeit war wirklich zu einer Zeit, wo die Neuerung der Treppenstufen die Welt in Aufruhr versetzt hat. Boah, das ist ja Das, dann uralt. ja. Deswegen ist das auch tatsächlich ein brandneuer Account, weil nach irgendwie 3 Jahren Pause hat meine Frau mir dann jetzt zu Weihnachten einen neuen Account geschenkt, weil auf den alten konnte ich nicht mehr zugreifen. Der Support von Minecraft konnte mir auch nicht helfen. Ja, Naja. die sind so asozial. Also So ist es. ich hatte mal einen Account geschenkt bekommen und irgendwann wusste ich den Passwort nicht mehr. Und die haben zu mir gesagt, ja, ich müsste die Transaktions-ID wissen, womit ich dann Minecraft gekauft hätte. Dann könnten die mir erst weiterhelfen. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Hier gibt Bist es oh. Hobgobs. Ja, bist du das da hinten? Ich bin gerade ins Wasser gesprungen. Ja, ich bin das. So. Hier gibt es. Alter, dieser große Baum da hinten, aus meiner Perspektive ist er so ein bisschen halb im Fog of War, hätte ich beinahe gesagt. Das sieht aus wie ein Schornstein, der raucht. Ja, aus denen kam ich ja, glaube ich, dahin. Okay. Ja, ich hatte mir jetzt absichtlich so ein bisschen hier dieses Sumpfdingen ausgesucht. Erst wollte ich den Berg haben, weil ich will ja früher oder später so eine Zwergenstadt bauen. Aber da ich. Boah, der da vorne ist richtig geil. Ja, da sitzt Acel drauf auf diesem großen Ah. Nasenberg. Ja. Aber das Ja, Ding ist, perfekt. ich hab gestern 5 Minuten von irgendeinem Industrial Craft Video geguckt. Ah. Und da hieß es halt, du brauchst Gummi für Strom und Generatoren. Da habe ich hier die Gummibäume gesehen und gedacht, okay, hier bist du schon Ja. mal nicht verkehrt, dann kannst du das Video weitergucken. Für isolierte Kabel brauchst du das ganz viel. Ja, und irgendwie, du kannst ja auch noch mit mehreren Schichten isolieren und ach Gott. Genau, das brauchst du dann für den Starkstrom zum Beispiel. Also Ja. so ein bisschen kenne ich mich noch vom Megaprojekt aus. Das ist gut zu wissen. Was auch ganz gut ist, ist sogar, dass wir hier Portal Guns haben. Damit könnte man dann auch noch ein bisschen rumspielen. Okay. Portal Guns. Portal kenne ich. Der will Krieg? Krieg. Nee, doch nicht. Warum hat der eine Rüstung an? Oder sie? Das ist eine sie, ne? Das eine Sie? Ja, ich glaube, Chris hat einen weiblichen Skin, ne? Ja, das ist ein Diese Mädel. Transe. Das Problem ist, ich glaube, die Gummibäume, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, soll man meinen ersten Test versuchen mit der Mod, die bringen dir nichts, also abbauen oder so, Nee, bringt uns gar nichts, die ne? musst du mit einem bestimmten Item abbauen. So einen Ja. Trichter brauchst du dafür. Soweit ich weiß. Nee, wie heißt das? Ein Trichter? Keine Ja, Ahnung. irgendwie so ein Tepper oder sowas hieß es, glaube ich, ne? Hast Ich du glaube. noch Holzplanken? Ja. Weil ich. Dann Weiß gucke nicht, ich mal eben, ob wir ob ich die mich noch benutzen können. grob Ich dran schaue mal, erinnere. ob ich noch weiß, wie die funktionieren. Irgendwie so war das oder so. Ich habe das gestern in diesem Video noch gesehen. War Ach, das warte mal, denn? man hat doch diese Ah, tolle. das war genauso wie so ein Hahn aufgebaut. Fällt mir gerade ein. Ja, so hatte ich das auch im Kopf, aber irgendwie. Ich habe doch hier, wir haben doch dieses komische in dem Modpack ist doch dieses Not Enough Receipt Mode. Item Ding. Genau. Ich meine, es hieß Tapping? Nee. Warte mal, ich hab's ja auf Deutsch. Harz? Nee. Gummi. Ich geh jetzt einfach über das Crafting-Menü. Warte mal. Gummi, Gummi, Gummibaum, Gummi. Gummiriegel? Okay. Dafür brauche ich einen Kautschuk. Kautschuk dafür? Oh, nee. Soll ich. So. Nee. Oh, die Rubber Woods bringen uns gar nichts. Nee, also das Holz von den Gummibäumen, das kannst du nicht mal zu Planken verarbeiten. Das ist mir auch gerade aufgefallen, bringt irgendwie nichts. Wenn ich jetzt noch wüsste. Okay, haben wir denn noch irgendwo anders noch bessere Bäume? Ja, Great Wood, okay. Tinkers Konstrukt. Ich versuche gerade mal dieses Harz aus den Baumklatschdingern in dieser elendlangen Liste hier zu finden. Also früher gab es auch mal so ein Suchmenü, aber Ja, ich habe das. eine Suchzeile, ich weiß nur nicht mehr, wie das hieß. Ich meine, es hieß irgendwas mit Tapping. Warte mal, was haben wir da? Ein Tap.
Nee, das ist ein Tap, ist aber tatsächlich ein ganz normaler Wasserhahn. Weil in diesem merkwürdigen Video gestern, der Typ hat das aus Holz gebaut. Das kann doch nicht so schwer sein. Der hat Irgendwie aus Holz schon. Blöcken. Rubber. Rubber Extractor oder sowas? Kann Es das ist sein? schon im ersten Werkzeug hier gescheitert. Extractor. Nee, das ist das auch nicht. Okay, Wie dann mach. heißt denn das? Warte mal, die sind doch eigentlich hier mehr oder weniger kategorisiert, beziehungsweise der Reihe nach. Da muss doch irgendwo, wenn ich einfach durchscrolle. Javascript. Schraubendreher, Handbohrer, nee, ist klar. Alles gut. Ich finde gerade mal nichts. Tränke. Ich habe es dazu beim Durchscrollen. Also finde ich jetzt gerade nichts wirklich, was danach aussehen könnte. Es sind doch 249 Seiten, also ich mache jetzt keine 249 Nee. Seiten. Ich frage einfach. Ich glaube, wir hatten beide die gleiche Idee. Dann müssen wir So, den anderen nur vielleicht noch sagen, dass wir so ein bisschen in Richtung Kraftwerk und Energieversorgung gehen wollen. Dann braucht jetzt nicht jeder da einen Atomgenerator hinsetzen, weißt du? Tree da hast Tap? du auch Pre-Tab. Ja, das kommt hin. Tree. Nö, habe ich irgendwie nicht. Tree Tap? Doch, da. Tree-Tab. Hast du es Ja, gefunden? ich weiß sogar, wie es gebaut wird. Nice. Hast du es jetzt zusammengeschrieben, das Wort, oder? Ja, genau. Du kannst auch, also du kannst ja auch direkt Rezepte ausfüllen lassen, wenn du die Items in deinem Inventar hast. Und zwar, wenn du dann auf das Crafting Table drauf drückst, Ja. dann auf das Item, und dann hast du ja da so ein Fragezeichen. Und wenn du die Shift-Taste gedrückt hältst und Fragezeichen nochmal drückst, kannst du dann automatisch dann wird das da reingelegt. Moment ist. So, ich habe jetzt hier ein. Jetzt hast du es. Okay, wie hast du den jetzt gebaut? Und zwar. Ach, ja, weißt du, warum ich das nicht finde? Ich bin auf Deutsch eingestellt. Bei mir heißt das Ding einfach Zapfhahn. Okay, ich glaube, ich stelle auf Englisch um. Auf Englisch ist es wirklich besser. So, und jetzt hieß es, ich muss hier einfach gegenklippen. Ah, Genau, Rechtsklick, und dann okay. hast du hier Sticky Resign, und das musst du, glaube ich, irgendwie nochmal verarbeiten. Du musst es einmal brennen, dann kriegst du einen Gummiblock. Genau, und es gibt sogar noch eine Methode, da kriegst du sogar mehrere davon. Okay, ich mach mal einfach die Runde hier bei den Bäumen. Dann holen wir uns mal. Weil müssen wir mal gucken, in welcher Zeit die Bäume das irgendwie respawnen oder so. Weil da Ja, werden wir ach, dann ohne. genau, haben die direkt neue Setzlinge, oder müssen wir die sehr aussetzen? Nee, die Bäume gehen dadurch jetzt nicht kaputt. Also ich zapfe ja nur das Gummi ab. Die Ja, Bäume werden. dann ist umso besser. Das ist sogar noch besser. So. Dann hole ich uns noch ein bisschen Holz. Dann können wir nämlich noch ein paar Kisten machen. Hier Ja. ist ein Baut, okay. Und dann könnten wir ja schon so langsam anfangen zu farmen, würde ich sagen. Wollte sagen, können wir die erste Runde mal schauen, wo wir eine Höhle oder was finden. Ja, genau. Ich glaube, wir brauchen auch tatsächlich für die Kabel diese neuen Erze, ne? Irgendwie Kupfer, Zinn. Wir brauchen Copper, Rubber und ich glaube, das war's sogar. Ja gut, und Standarderze wahrscheinlich, um irgendwelche. Cable. Wir brauchen nicht normale Copper Cable, sondern Isolated Gold Cable, kann das sein? Wir denn hier? Ich glaube, die gab es auch noch mal mit. Der Isolated Copper Cable brauchen Ja. wir später. Dafür brauchen wir einmal Rubber und Copper. Ich habe jetzt im Moment 11. Rubber kriegen wir, indem wir genau das brennen. Moment. Warum fällt Acel unsere Gummibäume? Also, Sperrgebiet ist hier. Sind das überhaupt unsere Gummibäume? So, und dann gibt es ja hier auch noch sogar ein Quest-System, ne? Ja, das habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Ich auch noch nicht. Also ich habe mal ins Materialien. Buch reingeguckt und mal geschaut, aber ist auf jeden Fall aufwendig.
Okay, ich habe gibt's jetzt da schon gar die keins. Orientierung verloren. Wo steht unsere Kiste? Warte mal, da ist der Berg. Also steht unser Zeug da. Ja, okay. Ach ja, wir brauchen uns ja nur in dem großen Baum orientieren. Ja, wir haben hier wirklich relativ wenig an Holz. Da Ja müssen gut, wir mal aber wir ein gehen einfach ein paar. Stück wieder Richtung Dorf. Ja, wir können ja auch hier einfach mal ein paar Bäume setzen, dann können wir nämlich da auch noch ein bisschen ernten. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich unterwegs auch schon mal ein, zwei Saplings mitgenommen. Hast du jetzt hier gerade einen Strohblock hingesetzt? Ja, ich habe die noch Achso. hingesetzt. Ich hatte den zu viel. So, die Bücher packe ich jetzt auch erstmal hier rein, die brauche ich jetzt nicht. Ich habe übrigens unterwegs auch Zertus-Quarzkristalle gefunden, keine Ahnung, wofür die sind. Zertusquarz. Ich glaube, mit Zertusquarz weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch machbar ist. Ich glaube, ich hatte mal was gehabt, damit konnten wir uns Items machen. Okay. Zertusquarz, Quarz, Quarz. Zertus. Kautschuk, Kann sein, ich weiß es gerade nicht. Holz, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal auf die Piste. Achso, ich habe ja noch Birkenholz dabei. Okay. Redwood habe ich auch. Ich mache mir mal gerade klassisch ein paar Fackeln. Den Gut. Zapfhahn bzw. diesen komischen Tree-Tap schmeiße ich jetzt auch erstmal in die Kiste. Genau. Ein bisschen Holz mitnehmen, ein bisschen Stein mitnehmen. Ja, Futter hast du ja. genug? Ich habe jetzt 20 Stück. Ich mache mir jetzt noch mal Also hier in der Kiste sind auch noch Kartoffeln und weiß ja paar geil, was alles, ne? Spitzhacken. Fangen direkt mal schon mal an, Holz zu, ach, Stein zu holen. Dann kann man uns nämlich direkt schon die bessere Variante holen. Mal gucken, vielleicht haben wir ja hier schon direkt eine Ader. Limestone, okay. Ja, irgendwie. Richtig viele neue Items. Ja, da muss man jetzt erstmal einen Überblick kriegen. Also Ah. deswegen habe ich auch normalerweise dieses Menü auf der rechten Seite, wenn ich im Inventar bin, ausgeblendet, sonst lenkt mich das zu sehr ab und ich will mir dauernd die Items angucken. So Raketentreibstoff, sowas, ehrlich? Ja, hier gibt es Flugzeuge, Atombomben, Panzerabwehrgeschütze, Luftwehrgeschütze und was weiß ich nicht noch alles. Ich habe gestern Ta so ein Tutorial-Video zu diesem Tomcraft gesehen, oder wie es heißt, wo einer ein Lagersystem gebaut hat, wo diese kleinen Lehmgolems das Zeug aus der Kiste, wo er das reinschmeißt, rausnehmen und in die Kisten einsortieren. Das sah total geil aus. Ja, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir können so einen Roboter bauen mit Computercraft. Der Okay. baut, ach, der kann dann, wenn du dir dann immer Kohle und sowas gibst, dann kann er automatisch einen bestimmten Radius zum Beispiel abbauen und legt dann die Items, die er dann sammelt, in die Kiste dann wieder, wo du den dann programmiert hast. Okay. Das könnte man auch später nochmal Ja, machen. das ist dann wahrscheinlich die große Version dieser Golems, weil die, wie die, du musst eine Kiste wird markiert für die, die ist das quasi die Quellkiste und alles, was da drin landet, hat der wegsortiert. Der hat dann halt so rundherum 20, 30 Kisten stehen und jeder Golem hatte seine eigene Kiste und ein Golem ist losgerannt, wenn Kohle in der Quellkiste war und hat die geholt und so. Also es sah schon echt witzig aus. Ja, so ähnlich ist das schon. Nur, dass er das automatisch macht. Also der baut, also wenn du den sagst, du sollst hier anfangen. Und dann baut er so lange alles ab, von Ebene zu Ebene, Ach du bis Scheiße. sein Akku dann so gesagt leer ist. Okay. Und das alles automatisch. Oh, die machen so süße Geräusche. Ja gut, jetzt ist die Frage, sollen wir direkt unterirdisch gehen oder sollen wir einfach Tertus. mal Richtung, keine Ahnung, wohin laufen? Ich würde sagen, wir gehen direkt runter, oder? Können wir gerne machen. Also ich habe alles dabei, Essen, Fackeln, Schwert, Wenn Werkzeug. du willst, kannst du dir auch schon ein richtig gutes Schwert machen mit dem Certus. Ah, okay. Warum habe ich eine normale Farbe? Ich will auch so eine farbige Farbe. Okay, Zertus. Ah, cool. Na gut, dann habe ich Steinschwerter in Reserve. So, dann So. hast du da auch noch mal Stein. Dann brauche ich noch Okay. mal Sticks. Ja, ich habe jetzt auch noch mal ein paar. Ich nehme nicht Holzplanken mit. Ich glaube, du hast mir vorhin so ein paar Hier von den habe Stämmen ich auch noch mal rübergeschmissen. ein paar Haus und sowas. Hattest du schon Ach, hast du jetzt gerade Eisen schon gefunden, oder was? Nee, ich hatte das aus der Stadt mitgenommen. Ach Ich habe so. auch noch dunkles Stahl, weil ich noch nicht weiß, was es ist.
Aber Eisenhacke ist doch die für den Boden, ne? Oh, wir haben auch schon eine Dark Pick. Auch gut. Aber die Eisenhacke lege ich immer in die zweite Kiste, weil das sind ja diese Feldhacken, ne? Ja, genau. Dann nehme ich die jetzt, oder nehmen wir die jetzt nicht mit? So, dann mache ich mir auch nochmal ein Schwert. Also ich habe hier auch nochmal ein schönes Item für dich. Okay. Hier eine Dark Spitzhacke. Okay. Verstärkte Okay, da Langschutzkristall. hast du schon sortiert gehabt, habe ich gesehen. Nee, ich habe einfach, also den Ja, wir haben ja größten. hier auch ein automatisches System, Ach ne? so. Oben bei Ist der gut. Large Chest hast du ja noch Buchstaben SVH und sowas. Und wenn du dann die ganzen Items zum Beispiel hier reinlegst, Ja. dann kannst du damit die Sachen automatisch sortieren. Okay. Du hast einen Spinnenrumpf, einen Schafskopf, Schafsbeine. Was hast du geplündert? So. Dann Stone. Dann brauche ich was zu essen. Hast Ja. du auch noch genug zu essen? Ich habe auch noch Wheat. Ich hab 37 Steaks jetzt in der Tasche. Okay, das reicht. Jetzt ist die Frage, soll So. ich diese Dunkelspitzhacke mitnehmen oder ist das nicht zu riskant? Ich weiß nicht, wofür die speziell ist. Weißt du Ich das? weiß es auch nicht. Ich habe es einfach gefunden. Ich benutze das jetzt zum Abbauen. Mal Okay, gucken. dann nehmen wir sie mal mit. Vielleicht ist es ja auch schon ein ganz großer Fehler. Ich habe keine Ich habe Ahnung. keine Ahnung. Jo, lass mich nur an der Stelle nochmal ganz kurz einen Cut machen. Dann halte ich mich nämlich so an die 15-16-Minuten-Regel. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge, ihr Lieben.